mit Ihrem Antritt als Verteidigungsminister einher ist ja auch ein doch recht deutlicher Schwenk auch der SPÖ gegangen in der Flüchtlingsfrage. Fühlen Sie sich von Ihrer Partei genug unterstützt? Sehen Sie die Mehrheit der Partei hinter Ihrer Linie und der des Kanzlers? Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass diese, und ich würde es aber nicht als Schwenk bezeichnen, weil wir haben voriges Jahr diese Rechtsstaatlichkeit in einer Situation walten lassen, wo praktisch keine andere Handlungsoption besteht und man ist sehr human und von einem humanistischen Zugang geprägt mit Menschen umgegangen. Man hat aber auch in weiterer Folge jetzt erkannt, dass man so nicht weitermachen kann, dass man auf der einen Seite auch sich vorbereiten muss, dass man, und wenn man sich vorbereiten kann, diese rechtsstaatlichen Instrumente auch an der Grenze einsetzen muss. Daher würde ich diesen Schwenk nicht in dieser Dimension beschreiben, weil das Verhalten voriges Jahr, auch außer heuer, sind durchaus geprägt von Rechtsstaatlichkeit und humanistischen Zugang. Ja. Ich gehe aber davon aus, und davon bin ich fest überzeugt, auch bei meinen Gesprächen, nicht nur in Wien, sondern auch außerhalb und speziell in den Bundesländern, dass dieser Kurs der richtige Kurs ist, dass das auch ein Kurs ist, der von den Österreichern gewollt ist, dass das ein Kurs ist, der auf wirklich Rechtsstaatlichkeit basiert. Und ich gehe davon aus, dass dieser Kurs sich auch bestätigen wird.